Musikalisch gesehen ist ein Dreiklang ein dreitöniger Akkord, der im einfachsten Fall aus zwei übereinander geschichteten Terzintervallen besteht. Aber genauso wie das Leben wäre die Musik langweilig, wenn es nur diesen einen Dreiklang geben würde. Schauen wir uns die Dreiklänge der Musik mal näher an. Da wäre der Dur-Dreiklang. Der Dur-Dreiklang vermittelt uns eine positive Schwingung. Auch im Leben gibt es Zeiten, da denkt man, Mensch, besser könnte es gerade nicht laufen. Verändert man im Dur-Dreiklang einen Ton, indem man den mittleren Ton einfach einen Halbton nach unten nimmt, so entsteht schon eine ganz andere Stimmung. Der Moll-Dreiklang, wie man ihn nennt, gibt uns eher das Gefühl von Traurigkeit, Angst, Geheimnis, wie ein kleiner Halbton die Gefühlswelt so durcheinander bringen kann. Aber so ist es auch im Leben. Dann gibt es da noch die speziellen Dreiklänge, die die Musik interessant machen. Diese Dreiklänge vermitteln Stimmungen in der Musik. Sie setzen Akzente, geben dem Lied einen Charakter. Was macht unser Leben interessant? Manchmal sind es die kleinen Akzente, wie in der Musik. Diese vielen Dreiklänge, und da gibt es noch viele, viele mehr, machen die Musik aus. Manche Lieder kommen mit wenigen verschiedenen Dreiklängen aus und klingen sehr schön. Andere Lieder wechseln die Harmonien in jedem Takt, nutzen viele unterschiedliche Dreiklänge, um ein schönes Lied zu werden. Die Lebensdreiklänge unserer Impulse in Dur und Moll heißen Zuletzt, Abschied und Neuanfang. Wenn ihr diese unterschiedlichen Überschriften hört, verbindet ihr vielleicht direkt Gefühle, Dreiklänge damit. Gemeinsam wollen wir hören und sehen von unseren Lebensdreiklängen. Anne und Daniel haben recht. Die Berghänge, auf die wir blicken, sehen zurzeit echt schrecklich aus. Nach den großflächigen Kahlschlägen. Der Borkenkäfer hat unserem Wald echt ganz schön zugesetzt. Man könnte fast meinen, dass es hier bald keinen Wald mehr gibt. Und vor einigen Monaten hat sogar auch die Quelle an der Kirche aufgehört zu fließen. Jetzt fließt sie wieder. Aber wer weiß. Ich glaube, es ist echt höchste Zeit, intensiver für die Bewahrung der Schöpfung, nachhaltiges Wirtschaften und Konsumverhalten einzutreten. Und auch ganz persönlich meine Lebensweise und meinen Konsum noch konsequenter und bewusster zu gestalten. Keine Ahnung, ob es nicht schon zu spät ist. Aber es hilft ja auch nicht, die Augen zu verschließen und einfach so weiterzumachen. Irgendwann bricht das Ökosystem sonst einfach zusammen, irreparabel. Und dann ist es definitiv zu spät. Schön, so mit Freunden zusammenzusitzen. Freundschaft, ein großes Wort. Wenn wir wirklich Freunde sind, müssten wir uns dann nicht eigentlich mehr umeinander kümmern? Können wir uns wirklich aufeinander verlassen? Früher waren wir uns näher, haben mehr gemeinsam unternommen. Und dann ist jeder so seinen Weg gegangen, beruflich und privat. Wir waren jeder mit dem eigenen Leben beschäftigt und haben uns fast aus den Augen verloren. Ich denke, das ist auch irgendwie normal. Was ist eigentlich Freundschaft? Wie definieren wir das? Manche Menschen sehe ich lange nicht, aber wenn wir uns begegnen, ist sofort wieder eine Verbindung da. Wir können an gemeinsame Erinnerungen und Erfahrungen anknüpfen. Ich glaube, wenn ich morgen wegziehen müsste,
und diese Leute hier nie wiedersehen könnte, würde ich von ihnen immer als meine Freunde sprechen. Heute habe ich erfahren, dass meine Nachbarin gestorben ist. Das tut mir leid. Ich mochte sie. Wir haben immer ein bisschen miteinander geschwatzt, wenn wir im Garten waren. Mir fällt auf, wie schnell das Leben vorbei sein kann. Keiner weiß, wie viel Zeit ihm geschenkt wird. Und wofür verschwende ich sie? Unwichtiges und Belangloses. Jeder sucht nach dem perfekten Glück. Aber gibt es das perfekte Glück? Vielleicht erreicht man es nie. Dabei gibt es so viele schöne Momente in unserem Leben. Hier und heute freue ich mich, dass ich meine alten Freunde noch einmal sehe und wir gemeinsam essen und trinken. Das möchte ich festhalten. Viele kleine Glücks machen schließlich auch ein ganz großes. Und was, wenn morgen das Leben vorbei ist? Wenn das mein letzter Abend ist? Ich fange morgen an, die kleinen Glücksmomente zu genießen. Ich versuche es. Lange haben wir nicht mehr in so geselliger Runde zusammengesessen und gequatscht. Ist bestimmt schon ein halbes Jahr her. Eigentlich wollte ich heute schon absagen. Ich hatte überhaupt keine Lust, nochmal aus dem Haus zu gehen. Der Tag war so anstrengend. Nur noch auf die Couch und schlafen. Nicht mehr raus aus der Tür. Ich bin in letzter Zeit aber auch immer so müde. Vielleicht sollte ich doch mal zum Arzt gehen und mich checken lassen. Kann ja nicht schaden. Hab schon so lange einen Termin machen wollen. Vielleicht muss ich ein bisschen besser auf mich aufpassen. Jetzt bin ich auf jeden Fall froh, dass ich mich aufgerafft habe. So viele schöne Erinnerungen verbinden uns. Macht Spaß, von gemeinsamen Erlebnissen zu schwärmen und Pläne für die Zukunft zu schmieden. Wer weiß schon, was morgen ist. Sei dir, o Herr,
all dies kommt von dir. Denk an den Frühling, denk an den warmen Sommer, bring ein die Ernte, bevor der Winter kommt. Alles gedeiht, alles hat seine Zeit, alles wird eingebracht zu Gottes Ehr. Lob sei dir, o Herr, für deine Schöpfung. Lass uns dankbar sein auf das wir sehen. Alle guten Gaben, aller Segen, all dies kommt von dir. Sämtliche Gaben, die wir verehren und preisen, kommen von Gott als Zeichen seiner Liebe. Wir sind sein Werk, wir sind von Gottes Gnaden. Sein ist die Erde und sein das Himmelreich. Lob sei dir, o Herr, für deine Schöpfung. Lass uns dankbar sein auf das wir sehen. Alle guten Gaben, aller Segen, all dies kommt von dir. Wenn das heute mein letzter Tag wäre, was würde ich unbedingt noch tun wollen? Ich glaube, bei mir ist das ganz klar. Ich würde auf jeden Fall alle Menschen, die ich gern habe und die mich auch gern haben, einladen, ein großes Fest zu feiern, leckeres Essen zu essen, was Schönes zu trinken, gemeinsam die letzte Zeit zu verbringen. Und ich hoffe, dass viele kommen würden. Also zunächst meine ganze Familie um mich versammeln, wenn das heute mein letzter Tag wäre. Was würde ich noch tun? Mein Leben vielleicht Revue passieren lassen und ja, Menschen um Verzeihung bitten. Es fällt mir jetzt sehr schwer zu antworten, weil ich im Moment eine Dame begleite, die eventuell die letzten Tage vor sich hat. Und das belastet mich jetzt auch ein bisschen und deshalb ist mir die Frage gar nicht fremd. Ich habe mich da jetzt die letzten Tage schon sehr mit beschäftigt. Also, wenn es das wirklich so wäre, dann habe ich nur noch 24 Stunden Zeit. Dann würde ich erst meine ganze Familie anrufen. Dann würde ich Freunde anrufen und vielleicht zu ein, zwei Freunden fahren. Am besten beamen, das geht leider noch nicht. Hubschrauber organisieren, egal. Genau, das würde ich sagen. Und ich würde noch sagen, einfach, wie viel sie mir bedeuten und wie cool es war, mit denen unterwegs gewesen zu sein. Und dass ich sie gern wiedersehen möchte, nämlich im Himmel. Und deswegen würde ich auch die Leute anrufen, wo ich denke, hey, und denen erzählen, wo ich hin bin. Genau. Wenn Wiedersehen macht Freude in Wiedernest, sage ich immer, aber in dem Fall im Himmel. Genau. Danke. Dann würde ich gerne nochmal meine Familie richtig treffen und in den Arm nehmen. Meine Kinder, meine Eltern, meine Geschwister und natürlich meinen Mann.
heute mein letzter Tag wäre, würde ich gern noch mit einigen Menschen, die ich ganz gerne habe, würde ich gern reden. Ja, da fallen mir ganz viele Dinge ein, die ich noch gerne tun würde. Ich würde mich gerne von allen lieben Leuten ja verabschieden. Ich würde auch noch viele Wünsche für sie haben. Ich würde mich auf jeden Fall gerne bei ganz vielen Menschen bedanken, die mich in den letzten Jahren begleitet haben, die mir ganz viel gegeben haben, die mich auch immer wieder auf die Spur gebracht haben, dass ich jetzt weiß, wo ich langgehen muss. Ich würde auf jeden Fall beten wollen, reden wollen mit Gott, mich da nochmal vergewissern, dass ich da dankbar genug war und auch immer meinen Gang gegangen bin, in Gottes Namen halt. Das würde mir ganz wichtig sein. Einige Dinge würde ich gerne bereinigen, Menschen, mit denen ich vielleicht nicht gut klargekommen bin oder wo noch was im Argen ist, das würde ich gerne bereinigen. Ja, meine Familie würde ich gerne dann nochmal treffen und mit ihnen zusammen sein, zusammen beten, einen Gottesdienst feiern, einfach Zwiespalte halten und zur Stille kommen. Das wäre mir ganz, ganz wichtig. Ich würde mich auf meine Familie konzentrieren und mich ordentlich verabschieden wollen. Das würde ich am liebsten machen. Ich würde alle meine Freunde einladen und meine Familie, alle an einen Tisch holen, gut essen, viel lachen und den Tag einfach noch nutzen. Ein Fallschirmsprung würde ich machen. Das war immer mein Traum und ja, das würde ich dann tun. Genau. Wenn das mein letzter Tag wäre, dann würde ich versuchen, mit allen Menschen nochmal in Kontakt zu kommen, mit denen ich vielleicht noch irgendwie mal sprechen möchte, was mir auf dem Herzen liegt. Und ich würde mich von allen lieben Menschen verabschieden. Fühlst dich vom Sentiment überschwemmt. Es sind die einzigartigen tausendstel Momente, das ist, was man Sekundenglück nennt. Du, am Tag, an dem du kommst, wird's regnen. Der Frühling in mir bricht sich die Bahn. Du wirst mit Zauber mir begegnen. Und auf Verdacht lass ich das Licht mal an. Und du denkst, dein Herz schwappt dir über, fühlst dich vom Sentiment überschwemmt. Es sind die einzigartigen tausendstel Momente, das ist, was man Sekundenglück nennt. Und du denkst, dein Herz schwappt dir über,
fühlst dich vom Sentiment überschwemmt. Es sind die einzigartigen tausendstel Momente, das ist, was man Sekundenglück nennt. Du, es schiebt dann alles weg. Es schiebt dann alles leicht. Es weckt in dir dein Lebenselixier. Es schiebt dich an ganz leicht. Und du denkst, dein Herz schwappt dir über. Fühlst dich vom Sentiment überschwemmt. Es sind die einzigartigen tausendstel Momente. Das ist, was man Sekundenglück nennt. Und du denkst, dein Herz schwappt dir über. Fühlst dich vom Sentiment überschwemmt. Es sind die einzigartigen tausendstel Momente. Das ist, was man Sekundenglück nennt. Sekundenglück nennt. Es gibt Abende, die bleiben in besonderer Erinnerung, weil uns ein Gedanke gepackt hat, der uns nicht mehr loslässt, der uns so ins Nachdenken bringt, dass er uns nachhaltig verändert, neue Wege weist. Der letzte Abend mit einem guten Freund kann so etwas bewirken. In dem Moment selber wissen wir vielleicht noch gar nicht, dass dies jetzt der letzte Abend sein wird. Aber hinterher, später, wenn die Freundin nicht mehr da ist, dann gewinnt dieser Abend eine besondere Bedeutung. Dann gewinnen die letzten Worte und Handlungen für die Zeit danach besonderes Gewicht. Beim letzten Abend Jesu mit seinen Freundinnen wird es auch so gewesen sein. An dem Abend selbst wird der ein oder die andere auch eigenen Gedanken nachgehangen haben, ins Nachdenken und Grübeln gekommen sein über das Leben, über Gott und die Welt. Und die wirkliche Bedeutung und Dimension dieses Abends werden sie erst einiges später begriffen und für sich entdeckt haben. Ob Jesus gewusst hat, dass dies sein letzter Abend mit seinen Freunden und Weggefährtinnen sein würde? Dann hat er es so gemacht, wie die meisten von uns es sich auch wünschen würden. Er hat seine Freunde um sich versammelt, hat ihnen gezeigt und sie wissen lassen, wie wichtig sie ihm sind, wie dankbar er ihnen ist, wie lieb er sie hat. Als er ihnen die Füße wusch und ihnen den Tisch deckte, er hat mit ihnen gegessen, Brot gebrochen und aus dem Segenskelch getrunken. Er hat sich mit ihnen erinnert an das, was war. Er hat mit ihnen gefeiert, was gerade ist, im Hier und Jetzt. Und er hat mit ihnen über die Zukunft gesprochen, über Befürchtungen und Ängste, über Verrat und Vertrauen, über das Leben und Sterben und über Gottes Mitsein in all dem. Ich kann mir gut vorstellen, wie die Jüngerinnen und Jünger sich später versucht haben, an diesen letzten Abend mit Jesus zu erinnern. Was hatte er nochmal gesagt? Und wie hat er nochmal was gemacht? Und so werden sie aus den persönlichen Erinnerungen, wie beim Puzzeln, den Abend, das Erlebte und Gesagte, rekonstruiert haben. Und seine Worte und Handlungen werden so besonderes Gewicht und Bedeutung erhalten haben. Die einen werden sagen, er hat das Passa auf sich umgedeutet. Er hat sich, sein Leben hingegeben, damit wir befreit leben können, Zugang haben zu Gott, damit wir gerettet werden. Andere werden sich erinnern und sagen,
Das letzte Essen mit Jesus war wie eine Todah-Feier, wie eine alttestamentliche Dankopferfeier. Er hat mit uns, mit seinen Freunden, den Nächsten, die Errettung aus Todesgefahr vorweg gefeiert. Der letzte Abend mit ihm war wie eine vorweggenommene österliche Auferstehungsfeier. Ja, es gibt Abende, die bleiben in besonderer Erinnerung, weil uns ein Gedanke gepackt hat, der uns nicht mehr loslässt, der uns so ins Nachdenken bringt, dass er uns nachhaltig verändert, neue Wege weist. Ich wünsche mir, diese Botschaft des letzten Abends Jesu, verbunden mit dem Brotbrechen und dem Kelch des Segens, in Erinnerung zu behalten für meinen letzten Abend. Dass ich auch getragen werde von dem Wissen und Vertrauen, dass ich bei Gott geborgen bin im Leben und Sterben und darüber hinaus. Dass ich mit meinen Lieben das Leben genieße bis zuletzt und voller Vertrauen schon jetzt aus der Auferstehungshoffnung mutig lebe und handeln kann, weil ich mich getragen weiß. Ich bete mit uns das Vaterunser. Wenn Sie möchten, beten Sie es mit mir gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott segne dich mit Nähe, dass du dich geborgen weißt. Gott segne dich mit Ferne, dass du nicht aufhörst, Gott zu suchen. Gott segne dich mit Ordnung, dass dein Leben festen Grund hat. Gott segne dich mit Freiheit, dass du es wagst, aufzubrechen und neue Schritte zu gehen. So segne uns der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Herr, wohin sonst? Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Wo auf der Welt fänden wir Glück? Niemand, kein Mensch kann uns so viel geben wie du. Du führst uns zum Leben zurück, nur du. Du schenkst uns Lebensglück. Aus deinem Mund höre ich das schönste Liebeslied. An deinem Ohr darf ich sagen, was die Seele fühlt. An deiner Hand kann ich fallen und du hältst mich fest. An deinem Tisch wird mein Hunger gestillt. Aus deinem Mund höre ich das schönste Liebeslied. An deinem Ohr darf ich sagen, was die Seele fühlt. An deiner Hand kann ich fallen und du hältst mich fest. An deinem Tisch wird mein Hunger gestillt. Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Wo auf der Welt fänden wir Glück? Niemand, kein Mensch kann uns so viel geben wie du. Du führst uns zum Leben zurück, nur du. Nur du schenkst uns Lebensglück. Aus deinem Mund höre ich das schönste Liebeslied.
an deinem Ohr darf ich sagen, was die Seele fühlt. An deiner Hand kann ich fallen und du hältst mich fest. An deinem Tisch wird mein Hunger gestillt. Herr, wohin sonst? Sollten wir gehen? Herr, wohin sonst? Sollten wir gehen? Aus deinem Mund, an deinem Ohr, an deiner Hand, an deinem Tisch wird mein Hunger gestillt. Aus deinem Mund höre ich das schönste Liebeslied. An deinem Ohr darf ich sagen, was die Seele fühlt. An deiner Hand kann ich fallen und du hältst mich fest. An deinem Tisch wird mein Hunger gestillt. Herr, wohin sonst sollten wir gehen?